So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere. Es geht weiter beim Emirates FA Cup gegen West Ham. Im ersten Spiel hat man sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Man möchte jetzt schauen, dass es besser wird. Deswegen startet man auch hier weitgehend unverändert, außer die linke Verteidigerposition. Pilar drückt als Jugendspieler in die Stammelf, da Highbackham gesperrt ist. Man möchte den jungen Mann hier mal eine Chance geben. Oh. Na gut, Emirates FA Cup. Da hat man ja auch eine Vorlage, unter den letzten 16 zu kommen. Pillard, erster Ballkontakt. Super. Oder Pilot oder wie auch immer man den nennt. Ring. Ein guter Schnitt, erstes Spiel, erste Gelbe. Französischer Nachwuchsspieler. Gut zurückgerobert.
Wichtig. Ups. Oh. Wank denk. Denk kein Wank. Wurscht. Für mich bist du der Huang Deng. Somit beide Außenverteidiger mit Gelb belastet. Oh, der ist richtig gut, oder? The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. So, 0-0. Derzeitiger Stand. Ups. Lass mal dich mal Stimme ran. Oh, schade. Oh, schade.
Oh. Schön gemacht. Oh, der verstolpert noch sehr viel. Der ist jetzt schon weg. Moretti hat's eingeleitet. Oh, Gott sei Dank. Eieiei. Scheiße. Das habe ich befürchtet. Sorry, Bro. Jetzt wird's verdammt schwer. Substitution for West Ham United coming off the pitch. Number 7, Maximilian Arnold, to be replaced by number 18, Salah. Gute Ideen haben sie ja.
Gott sei Dank. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. So, sehen wir mal die Zusammenfassung. Viele Karten, viele Chancen, aber trotzdem 0:0. Davon hat der Ring eine besonders gute. Hier spielentscheidend, dass Lincoln City hier nicht mehr so drücken konnte, der Ausschluss von Armstrong. Ja, das war's anscheinend. Spiel vertagt. Macht das gut, bis dann. Ciao und Baba.